Jo Leute, was geht? Battlefield 1 ist wieder mit am Start. So, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn es wieder heißt Eroberung. Wir sind jetzt hier auf der Wüste Sinai wieder mal. Wollen wir ja auch erst verkürzen. So, mein Versorger spiele ich wieder und mal sehen, wie es heute so läuft. Ihr wisst ja Leute, meistens die allererste Runde läuft nicht so gut. Also oder jedenfalls überhaupt am Anfang. Weil ich spiele nämlich Battlefield nicht davor oder so. Jawohl, ein Kill haben wir schon mal. Sehr schön. Komm, 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 komm. Wir müssen lieber mal hier etwas safe spielen, sage ich mal so. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keinen Bock jetzt zu sterben. Jawohl. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt etwas zeitlicher schon geschossen habe, einfach nur so, sollte der näher rankommen. Kommt hier vielleicht noch einer? Hallo? Gegner? Okay, sehe ich auch keinen. So, komm. Hier sind doch 100 pro irgendwo welche. Kannst du mir doch nicht sagen. Ja? Ah, schade. Der hat uns jetzt weggeholt hier mit der Bennett. Merci. Aber ich weiß auch nicht, Leute. Aktuell fahre ich übelst hier die Lewis Gun. Muss ich echt sagen. Komm, Sunny. Jawohl. Richtig nice. Das war korrekt von dem. Ah, den Revolver hier wollte ich eigentlich mal wegpacken. So, komm. Ah, okay, das bringt nichts. Das bringt nichts gegen das Fahrzeug. Schade. Wirklich, Leute, aktuell feiere ich übelst für die Lewis Gun mit dem Visier hier. Komm. Jawoll. Da unten ist noch einer. Da ist noch einer. Hab was gesehen. Ah. Oh, scheiße, 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 Leute. Der hat uns weggewichst. Na toll. Das war jetzt schon ein bisschen seltsam. Eigentlich haben wir den doch getroffen, oder nicht mit dem Revolver? Weil ich habe doch eigentlich genau drauf gezielt. Und abgedrückt eigentlich auch noch. Das war jetzt schon ein bisschen seltsam. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich will rein. Oh nein. Oh, 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 oh. Hier runter. Okay. Okay. Ja, nett hier unten. Wirklich sehr nett. Okay, weiter geht's. Haben uns gut regeneriert. Wow. Und rein hier in die gute Stube. Und raus hier aus der guten Stube. So. Wir probieren mal etwas vorzurücken zu C. Okay, da drüben haben wir nichts. Ich dachte gerade. So, komm, 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 komm. So, aber C wird schon geholt. Hier kommen doch 100 Brot gleich noch welche. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, wo unser Hauptspawn ist, sage ich mal. Ob der jetzt dort hinten ist oder dort hinten. Aber ich glaube, das war ja dort hinten. So. Wir rennen mal etwas hier außen entlang und dann hinter zu E.
Ich denke mal, hier ist immer ein bisschen mehr geschützt, wenn wir hier hinten lang rennen. Hier haben wir ja auch noch die Felsen und so weiter. Als Schutz. Natürlich, Scharfschützen würden uns sehen, aber ich sage nur so, wir werden schon schwerer entdeckt. So, komm. Oh shit, hier sind viele. Hier sind viele. Oh Mann, oh Mann. Will ich in dem Gebiet hier wirklich bleiben? Komm, 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 komm. Sind die hier? Okay, ich hab ein Gefühl, wo die sind. Hier sind sie auch nicht. Okay. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja. Schön für dein seltsam. Oh mein Gott, Leute. Das war nicht so gut. Na gut, ich habe mal aber auch ehrlich gesagt nicht gesehen jetzt den Scharfschützen. Und wir müssen langsam hier ein bisschen was erobern. Sonst sieht es nicht so gut aus mehr hier. Warum ist ja eigentlich gerade jedes Gebiet so voll belagert hier? Da war es nämlich gerade eben auch schon wieder. Na okay, unsere Leute haben jetzt wenigstens dort oben. Dann würde ich sagen jetzt der C und D. Und dann sieht es eigentlich auch wieder gut aus. Wir bleiben mal kurz hier in dem Tank. Oh shit, oh shit, oh shit. Und raus jetzt. Nein. Ich hätte doch drinnen bleiben sollen, oder? Ich weiß einfach nicht, warum. Aber irgendwie. Battlefield. Ich hasse es einfach, du spawnst, musst dann ewig oder warten. Dann hast du dich erstmal eine Weile nur fortbewegt. Und wir verlieren unseren Hauptspawn. Also bei unserem Hauptspawn dort die Flagge. So. Komm, einnehmen jetzt hier. Und dann hoch zu C. Granate. Komm. Jawohl. Okay, wo? Ah ne, ist alles hier safe. Sehr schön. Nein, 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 nein. Ah, 67 konnte man den Schaden zufügen. Schade, schade, schade. Ich dachte, wir schaffen es eventuell noch gegen den. Aber der MP18 ist da von der Feuerrate, aber auch so vom Schaden viel besser, muss man dazu einfach sagen. Jawohl, einen haben wir getötet mit einer Granate. Aber jetzt haben wir das Problem, wir werden hier 100% drauf gehen. Ja, das war alles schon wieder hier voll, Leute, wenn es euch aufgefallen ist. Ach, wir nehmen jetzt einfach mal das Angriffsflugzeug. Wir jumpen dann einfach raus. Ich bin nämlich kein guter Pilot, wie ja viele von euch wissen. Wir fliegen jetzt zu E und bombardieren das. Oder? Zu E? Ne, zu C würde ich erstmal sagen. Ja. Kein Kommentar. No Kommentar. Bitte nicht. Oh mein Gott. Ich denke mal, viele, die auch Battlefield spielen, die denken sich jetzt nur, oh mein Gott, was für ein Lappen. Komm! Eine Güte! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ein Turn on Battlefield. Das ist mir noch nie passiert. Und ich spiele mal nicht mal mit Absicht so schlecht. Ich spiele nicht mal mit Absicht so schlecht. Ich weiß nicht, was aktuell los ist.
Ich sollte einfach Battlefield zu einer anderen Zeit immer hochladen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich das zu zeitig aufnehme. Ich sollte mich davor eindeutig immer ein bisschen einspielen und so weiter. Ansonsten wird das hier nichts mehr mit Battlefield. Wir fahren jetzt zu A, Leute. Sonst wird das hier wirklich nichts mehr. Also in den nächsten Folgen, denke ich mal, werde ich besser gesagt die Folgen etwas später hochladen von Battlefield. Und dafür werde ich mir wieder mehr Zeit nehmen wie am Anfang für die Battlefield-Folgen. Weil aktuell mache ich so 2-3 Runden. Und die Folge, sage ich mal so, die mir da am besten so gefallen hat, wo ich am besten abgeschnitten habe, die lade ich dann meistens so hoch. So mache ich das nämlich dann meistens. So, wir fahren jetzt gleich als nächstes zu B. Und ja, wir fahren als nächstes zu B. Ja, konnte ich sehen. Eine sehr erfolgreiche Fahrt zu B. Dabei zu sterben, ja, ist auch nett. Ganz gemütlich. Aber ja. Dann mal noch C einnehmen. Obwohl, wir verlieren schon wieder einen Ort. Au. Egal was das war, das hat mir trotzdem wehgetan. Auch wenn ich keinen Schaden bekommen habe. C wird eingenommen, jawohl. Jetzt verlieren wir unseren guten Emil. Na toll, der arme Esel namens Emil. Der ist auch schon traurig. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Hinten. Komm, 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 komm. Jawohl. Hammer. Komm. Kommen wir nochmal mit Infanterie. Nur für einen Tank hätte ich ja auch erwähnt, was diese Mine hier. Na, natürlich müssen wir auch erstmal an den Tank rankommen. Das ist ja dann die nächste Frage. Schaffen wir das überhaupt? Komm. Schade. Macht auch nichts, dass jetzt der andere hier den Kill hat. Ich weiß nicht. Irgendwie will ich den Revolver hier, Leute, wegtun, aber auch irgendwie behalten. Die Feuerrate gefällt mir. Irgendwie finde ich die Feuerrate geil. Aber ich benutze ihn nicht, weil ich später nicht mehr präzise damit bin. In so einem direkten Nahkampf bin ich dann nämlich, sag ich mal, so unpräziser. Komm, wo kommen denn mal hier ein paar Gegner? Sag mal, quitten die Gegner oder was? Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber was geht hier gerade ab? Warum ist alles gegnerfrei? Steigen einfach mal hier ein. So, haben wir eben mal kurz einen schweren Tank. So. Vorne mit dem schweren Tank wohin? Ach ja, das erinnert mich doch gleich an was. Wir können ja das dort wegschießen. Das ist ein Übergang. Ey, Pferd, hau ab, Alter. Man klappt das nicht. Da brauchen wir eine spezielle Anzahl von Schüssen. Ich weiß das noch von der Beta, da ging das auf jeden Fall ja wegzuschießen. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Komm, 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 komm. Will das Ding hier weg. Wir haben
Aber es hat schon mal kleine Anzeichen dafür gemacht, glaube ich. Der ganze Rauch, der gerade dort war. Oder? Ich weiß nicht, ob das einfach nur so war. Ich will aber irgendwie das Ding hier noch weg haben. Ja, ich will aber auch überleben. Nein, 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 nein. Aber warum ging das nicht runter zu sprengen? Leute, falls ihr das wisst, könnt ihr es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, das aus irgendwelchen Gründen ging das. Aber jetzt geht es anscheinend nicht mehr. Kann das sein, das wurde gepatcht? Also weggepatcht, dass man das nicht mehr zerstören kann? Oder brauchen da viel mehr Schüsse oder irgendwas anderes? Zum Beispiel den Landkreuzerpanzer. Ich weiß nicht. Aber man könnte das auf jeden Fall wegsprengen. Dass dort keine Scharfschützen mehr hochkommen. So viel weiß ich auf jeden Fall noch. Ja, der Typ backt rum. Ja, freut mich für den Typen hier, wenn er mich getötet hat. Ja, was soll ich da noch anderes drauf sagen? Ja. Glückwunsch, du hast mich getötet. Aber was bringt's dir letztendlich? Letztendlich ist es nur ein Kill. Wir fahren jetzt zu D, Leute. Und yo, Scharfschütze. Ah, das ist doch dieser komische Wasser dort. Komm, 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 komm. Wasser dort. Komm. Ah. Komm. Raus hier. Wir haben Einsatzziel David erobert. Komm, 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 komm. Schaff uns das hin zu dem Artilleriewagen. Nein, schaff er nicht. Wir haben Einsatz, weil wir weggesniped werden. Schade. Ich dachte, wir schaffen es eventuell, den wegzuholen. Wäre auf jeden Fall ganz gut gewesen. So, was ich auf jeden Fall haben will, ist die hier, die C93. Die Waffe sieht cool aus. Die werde ich mir auf jeden Fall später gönnen. Aber es dauert ja bis dahin noch ein bisschen. Oder? Ich weiß gar nicht, welches Level wir aktuell sind. Mit dem Supporter. Ich will ja auf jeden Fall die Pistole erstmal gemeinsam mit euch freischalten. Ach Mist. So, komm. Wir sind Level 5 bald, okay. Wir haben Einsatzziel David verloren. Oh! Flammenwerfer. Ja. Da war es das für unseren guten Flammenwerfer gleich schon. Sanitäter, hilf mir! Sanitäter! Huhu! Bleib stehen! Bitte! Geil. Dass man den aber auch irgendwie kein Signal geben kann. Wisst ihr, wie ich meine, dass er überhaupt weiß, dass jemand hinter ihm ist? Oder kriegt er das eigentlich irgendwie? Wird das wirklich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Sanitäter, hilf mir! Hallo? Sanitäter? Leute, will mich der Sanitäter hier verarschen? Wir sind direkt mit einer Kugel tot. Der uns anschießen wird, der wird sich auch freuen. Der wird sich auch freuen, der nächste, der uns anschießt hier. Ja. Und das wird der dort sein. Geil.
Boah, wir hätten jetzt hier noch so gut reisen können, was? Aber nein, wir wurden ja dort bombardiert und der blöde Sanitäter hilft uns aus irgendwelchen Gründen nicht. Komm, 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 komm. Kommt raus hier. Boah. Okay. Gute Landung. Nicht das mal. Dankeschön. Grüß deine Familie von mir, Pilot. Komm, leichter Panzer. Ah, wir müssen das schaffen, Leute. Leichter Panzer, bleib stehen, Digga. Ich will nur an dich ranfahren. Ausgeschaltet ist er. Nein! Ach Mann! Es war meine Gier. Ich wollte den leichten Panzer ausschalten. Mist. Wir haben Gibt's nicht irgendwie noch Einsatzziel was Zweites, was David man erobert. benutzen könnte? Mörser könnte man ja noch benutzen, aber. Ne, will ich nicht. Ich habe das irgendwie in Gedanken, dass man die Mine eigentlich öfters, viel öfters hat damals bekommen hatte. Viel öfters. Komm, wir kommen hier nicht noch eine zweite. Ja. Klappt irgendwie nicht. Ah, Hilfe, Tier, das Kill nur. Ach, hier wurden von dort oben oder weggeschossen. Ja, dann. Applaus. Ich habe ihn nicht gesehen. Muss ich dazu sagen. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. So. Ich und meine Schaufel rennen in den Krieg. Ich und meine Kriegsschaufel. Hallo, Fahrer, können Sie bitte stehen bleiben? Ah, hier ist ein Pferd. Gut. Dann auf in den Krieg. Au. Au. Es ist schon fair. Schon klar, mein Pferd ist nicht unbesiegbar. Mein Pferd hat auch Schmerzen durch die Kugeln. So, kommt Leute, wir probieren jetzt mal. Geht so. Oh shit. Warum konzentrieren sich alle auf ein Pferd? So. Das muss man mir wirklich erstmal sagen. Warum wird sich so sehr auf ein Pferd konzentriert? Komm, 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 komm. Den dort hinten will ich holen. Und die Kavallerie ist da. Oh shit. Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Mist, ich wollte jetzt gar nicht hier hinter und erstmal Deckung suchen. Ja, hier waren dort eigentlich noch. Das frage ich mich gerade aber auch mal so noch nebenbei. Ich glaube, zwei oder drei bestimmt noch. Boah. Was ist hier gerade los? Die Stadt ist komplett weggedamaged worden. Wirklich, Leute, hier ist ja wirklich alles weg. Komm. Wo kommt Anna? What the fuck? Ich hab grad Schritte gehört. Sehr paranoid. Oder ist der Wasser dort? Komm. Ah, oh, nein.
Schon wieder dieser Typ von vor uns, der Eleganten. Wenn du jetzt mich wieder T-Bagst. Ja, okay. Dann geht's ja. Ah, oh, Mist, Leute. Ich wollte sogar einen Wachsoldaten dort wegholen. Weil dann hätten unsere Leute auch schon mal ein Problem weniger. Und wir haben ja dazu noch eine ideale Position, um ihn gut wegzuholen. Muss man einfach dazu noch sagen. Na, schade. Der hat uns geholt. Boah, dieser Typ hier, ich sehe gerade, der hat uns schon fünfmal weggeholt. Also ich und da waren keine Wir Freunde haben mehr. Einsatzziel Friedrich verloren. So. Komm. Nein, 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 nein. Ach. Mann, ich wollte wegrennen. Scheiße, die haben mich nicht direkt entdeckt. Weil das waren ein bisschen zu viele. Mit denen wollte ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht anlegen. Ja, ich glaube, es wäre doch besser Wir haben gewesen. Einsatzziel Bertha verloren. Wäre wirklich besser gewesen. Oh. Mir Wir ist haben jetzt erst Einsatzziel eingefallen, David verloren. dass wir wenig Punkte haben. Ja. Schade. Wir haben eine Niederlage, Leute. Aber kann man nichts machen. Lasst, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte eine Bewertung da. Würde mich freuen, wie immer. Und ja, Leute. Haut rein und ciao.